Shalom Aleichem! Ich bin Sura Rochel Schächter. Und ich bin Ivi Achnowitz. Seid begrüßt in unser Kochprogramm Ess Gesinnte Heid. Es ist schon eine lange Zeit, was wir machen, nicht gewissen, wie zu machen etwas süß. Ja, das wusste ich. Ja, es heißt, weil wir auch wasen an traditionellen jüdischen Gebäcks, was heißt Afluden. Ah, Afluden hat man einmal gemacht auf Chassanes. Und Fluden wird der Monten des Meeres. Ein Stückchen Fluden von Keluden ist unsere größte Meuze. Ah, schön. Und man macht es auch Pire, man macht es für verschiedene Simches. Ist, lass mal hin mit dem Teig. Gut, ich will machen den Teig. Von wann kommt der Rezept, Rochel? Das ist von meiner Tante Lucie. Die Mima Lucies Rezept ist 2 Teppich mit einer Hälfte Mehl. Und ich will das machen mit einem Gemisch von gewöhnlichem Mehl und rasierten Gebäcksmehl. Gebäcksmehl hat ein bisschen weniger Gluten, ist der Teig ein bisschen mehr krischeldick. Oder ihr habt Probleme mit Gefinnen aus einem Mehl, könnt ihr nutzen gewöhnlichem Mehl für die ganze Sache. Versteht sich. Und ich habe lieber durchzusippen, den Mehl, das ist nicht kein Muss. Das ist 13 Onzen Mehl. 6 Onzen Rasevermehl und 7 Onzen gewöhnlichem Mehl. Zudem ein Löffel Salz. Jetzt meint es, ein Löffel Salz ist ein Sachsalz, aber es ist nicht. Das macht 2 große Fluden. Jeden Fluden kann man machen 24 Stückler. Es ist nicht zu viel. Und ein Teppel oder 2 Stückler Pitter. Nicht gesalzene Pitter. Oibi macht es für einen fleischigen Makel. Es könnt ihr nutzen in statt Pitter oder Margarine oder Kokosnussbäume. Der Pitter darf sein kiel, aber nicht zu hart. Ja. Nehmt es heraus von Eiskasten, eine halbe Schuhe frier, wird es dann weicher und leichter zu nutzen. Wir können das mischen mit dem Spitzfinger und der Kunst ist, es soll bleiben allemal ein bisschen Mehl zwischen dem Finger und dem Pitter. Der Iker ist, der Pitter soll nicht zugehen. Es darf bleiben kiel. Reib es nicht zwischen den Lonjes. Wir können das gering machen mit einem Teigmesser. Das ist ein Marschier mit 5 Messer scharf und wir können sehr gierig und sehr gering zu schneiden Pitter rein in Mehl. Bis daher ist das ein gewöhnlicher Teig, aber bald werden wir sehen, wie soll das ist ein bisschen speziell, ein bisschen jontivdick, wie soll die Mima Lucia hat es gemacht. Man gibt sie anstatt Wasser Smetane und Maranzensaft. Ich will, der Mehl soll haben ein Gefühl von Perlgräupen. Also die Stücklich Pitter sollen sein nicht zu klein und nicht zu groß. Sie wird fehlen, also wie ein grober Mehl. Mhm. Jetzt dort ist das gerät. Die kleinen Stücklich Pitter sind in der Größe von Perlgräupen. Jetzt gibt sie Smetane und Maranzensaft. Das Smetane hat noch Tam, noch sehr eine reiche Tam von Pitter und es ist ein bisschen Säure. Ob ihr wollt, könnt ihr jetzt Joghurt anstatt des Smetane. Ja. Und euch 2 Löffel Maranzensaft. Der Maranzensaft gibt sie ein bisschen Süßigkeit und euch ein bisschen Säures. Und der Meile von dem Säures ist, es macht kürzer die Fäden von Gluten. Es macht das Teig mehr krischeldick, mehr Geschmack. Misch mit der Goppel. Jetzt ist der Teig gut gemischt, es wird sich klappen, kann machen von dem Teig.
Also es ist ziekrischeltig, also es wird nicht kein Tee. Gibt sie noch ein Quetschmaranzensaft oder noch ein klein bisschen Smetana? Nicht zu viel, aber mach ein Balchel. Und es macht nicht aus, mach es nicht zu glatt, itzelt. Es wird werden glatter, also es ruht sich auf ein bisschen. Macht ein Balchelteig und von einem Balchelteig macht es zwei Balchlich. Und von den zwei Balchlich macht es zwei Linsen. Deckt sie die zwei Linsen mit Plastisch. Oder legt es in einen plastischen Säckel, wie ihr hier. Und lass ein Zeri in Eiskasten. Sie kennen dann ein Schuh, aber wir haben nicht einen Schuh, können es vielleicht sagen 15 Minuten. Ja, skinny. Beschaß in der Teig kühlt sich ab in Eiskasten, ist, weil wir jetzt machen das vielleicht. Der Teig hat nicht geglaubt, sicher. Ist der Fahrt, ist alles ist wichtig in dem vielleicht. Wir haben ihn mit Teiglin. Ihr wollt ein Teppel Teiglin. Und ihr wollt es zerschneiden, muss mir helfen? Ja. Ihr wollt es zerschneiden auf Stückelech. Weil du es käme nicht daran ziehen in dem Speismaschine. Es ist zerschneidet sich nicht sehr gut. Schön, sie klippt dich. Ja. Beschaß, ihr zerschneidet den Teiglin. Ist hier daran, welchen es ist, ein Teppel, welchen es ist in Speismaschine. Das ist ein bisschen mehr wie ein Teppel. Ja, well, es wird sein ein Teppel, richtig. Es wird davon ein Team mehr wie du, es geht es also noch mehr als ein Teppel. Weil wir halt lieb 30 Stücke, ist das genug. Aber ich habe es lieber ein bisschen mehr zum Mund, ist gleich das Team stärker. Wir ausmischen, die Zimulinen ist, ein Teppel Röschenkiss und die Teiglin. Und mit der Hand ist ausmischen, es soll werden, also wie ein Gemisch. Mm. Frisch aufgebratene Röschenkiss ist. Ja, den ist haben wir von früher. Sie gebräunt in Oven nach 10-15 Minuten. Ihr müsst es nicht tun, aber sie gibt sie sehr feinem Reich im Tarm. Ort haben wir eben vielleicht. Jetzt darf man nur warten auf den Teig. Und man darf nicht einbecken, die Röschenkiss und Teiglin in Wasser, nein. Gar nicht? Nein, nein. Das macht ein sehr geringes Rezept. Und euch, was ist ein Teppel von alles? Ein Teppel Nis, ein Teppel Teiglin, ein Teppel Röschenkiss. Das Teig hat sich schon gut geriet in Eiskasten nach 15-20 Minuten. Wollen wir es auskatschen und viele nachfluten? Was schickt mit Mel dem Tombank? Das Mal nützt mehr Mel wie gewöhnlich, weil ein smettener Teig ist sehr weich, sehr reich. Okay, das Teig ist schon sehr dünn, weniger wie ein Achtel Zoll, ist es gerät uns füllen. Ja, jetzt wir werden einen Film mit angemacht, Samin angemacht, gemacht von Aprikosen, wir kennen es eben Aprikosenpowder, Aprikosenschmier. Und was wir geht das Team ist über eine Hälfte von dem Teig. Wir haben es auch angestellt, den ganzen Sloy, in einer Schüssel mit warmem Wasser, damit es ein bisschen mehr gießig wird. Geht bis zu sagen, aber lasst ein bisschen Grenitz beim Sof. Jetzt nehmt
als Menge von den Fillers in zu Schittes über dem angemacht. Über dem Aprikosen angemacht. Ich werde nur jetzt nach Hälfte, also die zweite Hälfte, davon den Rest von dem. Mm. Man kann schmecken den Nuss. Ja. Und jetzt sehr Pavolje, hebt es auf. Es macht nicht weiss, ob es ist Creme, weil später, wenn man walgert es, glacht sich es aus. Ah, sehr schön. Sehr weich. Das ist ein Tee, das man darf nicht bespritzen mit Spritzbäumen oder beschmieren mit Pitte, was ist schon so fertig. Aber es ist ja gut zu nehmen, ein paar mit Papier. Und schnell ein Stückchen. Und so weglegen auf dem Becken. Sehr ein paar Mehlach, hebt auf den Fluten und legt es weg. Macht Platz für den zweiten Klötzl. Oh, früher waschmieren mit Ei. Es nimmt ein Ei mit einem Löffel Wasser, so kleut es geht. Und danach wird ihr das besten, die Fluten mit dem Ei. Das macht es schön und glanzig, nachdem es gebacken ist. Gedenkt euch zu besten der Saaten. In den Ecken. Aber sehr dünn, nicht zu viel. Richtig. Derweil sind wir in dem Ofen auf 350 Grad. In Stelle rein dem Fluten backt es an erich 30 Minuten. Nun, es ist eine halbe Schuhe. Ah, wie schön und braun das ist. Hat das so, darf es euch sehen. Aber man darf warten, bis man zu schnell ist, ja? Weil es noch zu heiß und sie wird noch zu viel zerbröckelt. Kann ich sparen. Ah, das schmeckt so gut, dass ich will dem Schabes ist der Langen zum Tisch mit einem Gläserle Tee. Oh, wunderbar. Und wir hoffen, dass ihr mit ihm dasselbe, wenn ihr das machen in der Heim. Esst gesinnte Hände.